Hey Leute, mein Name ist Harry und heute zeige ich euch, wie der Sideflip funktioniert. Der Sideflip an sich ist relativ easy, wenn man die Technik dahinter versteht. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Das Ganze versuche ich euch jetzt in drei Schritten beizubringen. Kommen wir zu Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 1 ist der Anlauf. Das Wichtigste beim Sideflip. Beim Anlauf ist zu beachten, dass ihr mit mittlerer Geschwindigkeit anläuft. Das heißt, nicht hier einen auf, sondern wirklich schöne, explosive, lange Schritte am Anfang. Zack, zack, zack. Das ist das Erste. Das Zweite beim Anlauf ist, wenn ihr anläuft, läuft ihr an und ihr dreht euch um 90 Grad beim Anlauf. Das heißt, zack, zack. Versucht das hier zu vermeiden, dass ihr wirklich hier den... Da verliert ihr nur an Höhe und das ist wirklich gut beim Sideflip. Ihr läuft an, step, step. Versucht den wirklich so breitbeinig zu machen, dann geht der Sideflip mehr in die Höhe. Und dann ist er halt cooler und ist günstiger. Ihr läuft an, step, step, nochmal, ihr läuft an, step, step. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2 ist das Nutzen der Arme beim Sideflip. Das heißt, nach dem Anlauf, nach den zwei Steps, die ihr eben gemacht habt, step, step, und wenn ihr hier seid, versucht wirklich die Arme etwas mitzuschwingen. Versucht sie zu den Beinen zu ziehen, zu den Schienbeinen. Dann gewinnt ihr mehr an Höhe und ja, ist vom Vorteil. Ihr geht hin, step, step und schwingt die Arme mit jetzt. Die Arme gehen zu den Schienbeinen. Versucht euch wirklich so klein zu machen wie möglich. Das ist beim Sideflip und wie bei jedem anderen Trick eigentlich praktisch. Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 ist die Rotation an sich, also das heißt, wie man sich in der Luft wirklich dreht. Versucht euch beim Sideflip nicht über den Kopf zu drehen, sondern mehr über die Schulter bzw. über den Rücken. Denn sonst wird das Ganze zu seitlich und das sieht dann nicht mehr schön aus. Um das Ganze zu üben, über die Schultern und über den Rücken, könnt ihr euch hinknien, am Boden hinknien, dann könnt ihr euch mal so seitwärts rein und drehen. Das Ganze nochmal. Das Ganze könnt ihr üben, damit ihr euch in der Luft wirklich, damit ihr das Gefühl bekommt, in der Luft euch reinzudrehen bei der Rotation. Also ich fasse alles nochmal zusammen. Das heißt, anlaufen mit mittlerer Geschwindigkeit, große explosive Schritte, Step, Step, so hoch kommen wie möglich beim Sideflip. Mit den Armen mitgehen, also den Schwung nutzen. Klein machen, an die Schienbeine fassen mit den Armen. So klein machen wie möglich und landen. Bei der Landung ist noch zu beachten, dass ihr nicht unter 90 Grad landet, denn das ist knieschädigend und ja, wie bei jeder Landung auch. Dann ist noch zu sagen, dass ihr das Ganze erst im Schwimmbad versuchen solltet. Vielleicht vom Einsau da, wie auch immer, vom Beckenrand, dann könnt ihr euch etwas die Angst nehmen und so ein Gefühl für die Rotation bekommen. Das Ganze funktioniert auch mit alten Matratzen zum Beispiel in den Garten legen oder wie auch immer. Und wenn ihr das etwas könnt, dann könnt ihr euch ans Sand rantrauen, dass ihr euch auf Sand mal traut, das zu machen. Und wenn das auch gut klappt, könnt ihr euch wie ich an die Wiese trauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich hoffe, dass ihr die Tipps etwas umsetzen konntet. Ich gehe jetzt noch etwas trainieren, also Peace.